Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. In der heutigen Folge schauen wir uns drei coole Premiere Pro-Effekte an, mit der man seine Videos verbessern kann. Los geht's wie immer nach dem Intro. Ja, den Effekt Nummer 1, den ich euch zeigen will, dazu müssen wir hier mit Option diese Ebene mal duplizieren. Und auf diese obere Ebene wenden wir jetzt diesen Effekt an. Der Effekt heißt Relief. Ich suche hier auf Relief und dann haben wir ihn hier. Diesen Effekt ziehe ich hier drauf und dann gehen wir hier in die Effekteinstellung. Ihr seht jetzt hier, das Bild ist schon etwas reliefisiert. Ich werde hier noch ein wenig dran rumdrehen. Wir können hier das Ganze noch ein wenig verstärken, in etwa so. Den Kontrast können wir auch noch verstärken. Machen wir das etwa so. Und dann werden wir diese Ebene hier bei der Deckkraft hier ist im Moment das Ganze auf Normal und werden wir das hier, das ist analog dem, was man in Photoshop auch kennt, also ich kann hier das Ganze auf weiches Licht setzen und dann seht ihr, dann ist das Ganze hier etwas mehr mit Kontrast eingeschaltet, ausgeschaltet, ich kann jetzt hier noch dran rumdrehen, bis mir das Ganze in etwa gefällt, so. Und wenn ich das Ganze hier einschalte, so etwa, und den Kontrast hier noch stark nach oben ziehe, etwa so, dann seht ihr hier, habe ich so einen Effekt hier, wie man das in Photoshop kennt, eine Verdoppelung oder eine Verstärkung des ganzen Bildes hier drin. Tipp Nummer 2, gehen wir hier mal auf dieses Video, den suchen wir auch hier drüben in den Effekten. Der heißt 4 Farben Verlauf. Das ist hier dieser 4 Farben Verlauf. Ich ziehe den auch hier gleich mal hier auf dieses Video drauf. Dann seht ihr, habe ich im Moment, sehe ich hier noch gar nichts. Ich habe jetzt hier 4 Farben drin. Dann gehe ich hier wieder auf die Effekteinstellungen. Hier kann ich auch wieder das Ganze einstellen. Ich kann hier das Ganze auf hinzufügen. Dann gibt es diesen Effekt. Ich kann das auf multiplizieren machen. Weiches Licht. Weiches Licht finde ich zum Beispiel sieht noch cool aus. Ich kann dann hier auch die Farben ändern, indem ich hier draufklicke. Dann kann ich hier eine etwas andere Farbe wählen. Und hier beim Rosa wollen wir mehr ins Rot gehen. Zum Beispiel so. Voilà. Und ihr seht, das Ganze hat dann hier einen coolen Effekt, den ich hier individuell anpassen kann. Ich kann das auch noch mehr oder weniger einblenden lassen, also wie viel ich das überblenden will. Ich kann hier den Punkt verschieben von den einzelnen Farben. Das sieht dann etwas anders aus, wenn ich das, wie ich das überblenden will. Und ich kann hier natürlich auch mit der Deckkraft spielen. Ich kann hier das Ganze auch auf hartes Licht setzen, dann wird es noch härter. Oder auf Differenz, das sieht dann weniger gut aus. Also hier kann ich sehr viel rumspielen und wir lassen das mal hier auf weichem Licht. Ich finde das mit weichem Licht sieht das ziemlich cool aus. Und wir machen mit diesem Video weiter. Und in diesem Video wollen wir den Effekt Umkehren anwenden. Dazu gehe ich hier wieder auf Effekte und gebe hier oben im Suchmodus Umkehren ein. Das Umkehren, so. Ziehe das mir hier auch auf. Und ihr seht, jetzt wird das Ganze hier umgekehrt. Das ändern wir jetzt auch gleich in den Effekteinstellungen. Dazu wechsle ich hier wieder in die Effekteinstellungen.
So. Und beim Umkehren kann ich dann hier über Blendmodus, ist jetzt hier auf Normal, kann hier auf Rot umschalten oder auf Grün, je nachdem, was ich haben möchte. Ich finde zum Beispiel diesen Rot-Effekt sehr cool und ich will ihn noch ein wenig rausnehmen, in etwa so. Und dann können wir hier noch ein wenig rumspielen. Wir können auch das auf Sättigung setzen. Auf Luminanz, da sieht man dann nicht mehr sehr viel. Auf den Alpha-Kanal, dann ist das Ganze schwarz. Oder auf Blau, auch das gibt doch einen coolen Effekt. Den finde ich noch relativ cool. Hier ein bisschen mehr vom Original reinblenden, etwa so 40-50%. Und schon haben wir auch hier einen coolen Effekt, mit dem man seine Videos aufpeppen kann, hier drin. Ich repetiere noch einmal, den ersten Effekt nennt man Relief. Hier wird das Ganze ein wenig wie verdoppelt. Beim zweiten Effekt haben wir hier 4 Farbverläufe drin, die auch einen coolen Effekt geben. Und beim dritten haben wir hier das Umkehren, wo man mit den Kanalfarben spielen kann und wir hier zum Beispiel den Blaukanal, das Ganze hier ein aufgepepptes Bild gibt. Ja Leute, ich hoffe, euch hat dieses kurze Video mit 3 coolen Effekten gefallen und weitergeholfen. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr hier oben meinen Kanal abonniert. Dann sehen wir uns sicher in einer Woche wieder. Und probiert doch das Ganze aus. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Und wie immer, bleibt kreativ. Bis bald. Tschüss.